Hey, was geht ab, YouTube? Herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Julia Among the Stars. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit mir hier den Tatsachen auf den Grund geht, sage ich mal. Was so passiert ist, wir haben in den letzten Folgen ja festgestellt, dass viele auf dieser Expedition umgekommen sind, sich gegenseitig umgebracht haben und so weiter. Und wir sind auf dem nächsten Planeten, hier der Eisplanet, beziehungsweise eisiger Mond, oder wir schauen mal, eine zerstörte Station. Gucken, wie es hier weitergeht. Beobachtung. Ein Teil des Gletschers ist abgebrochen und nach unten auf die Station gefallen. Das hat diesen Schaden angerichtet. Der Aufprall hat wahrscheinlich den Boden aufgerissen und diese enorme Erdspalte offenbart. Okay. Der Eingang ist vollständig eingefroren. Ich komme nicht hinein. Wir müssen einen Weg finden, da reinzukommen. Na, viel kann man hier sonst nicht klicken. Flackernde Lichtstrahlen fallen durch ein großes Loch in der Decke der Höhle und erhellen den enormen Raum. Ein großer See begrüßt still den unerwarteten Gast, der seinen Weg durch das Eis gefunden hat. Es sieht so aus, als wäre dieser Ort von der gefrorenen Oberfläche losgelöst. Nach wie vor könnte man über all das staunen, was die Menschen hier noch zu entdecken haben. Im Moment wartet der See schweigend ab. Wow, dieser Ort ist wunderschön. Haben wir einen unterirdischen See gefunden? Ich habe einige widersprüchliche Fakten gesammelt. Möchtest du, dass ich sie mit dir teile? Bitte. Zunächst einmal liegt die Lufttemperatur hier bei minus 70 Grad Celsius. Die Flüssigkeit im See hat jedoch 10 Grad Celsius. Glaubst du, es gibt eine unterirdische Wärmequelle, die so einen großen Temperaturunterschied verursachen kann? Ich kann das nicht vollständig ausschließen, aber ich gehe nicht davon aus. Als erstes ist die Temperatur im gesamten See konstant. Allerdings sind die Ufer vollständig zugefroren. Die höhere Temperatur beeinflusst also ausschließlich das Wasser. Das ist merkwürdig. Ob das wirklich Wasser ist, bezweifle ich. See untersuchen. Mobot, ist das Wasser? Ich glaube nicht. Möchtest du, dass ich eine Probe nehme? Natürlich. Ich will wissen, was es ist. Woher kommt diese plötzliche Neugierde? Ich bin eine Astrobiologin und... Das musst du mir nicht erzählen, aber du hast meiner Meinung nach deutlich interessantere Proben für die Analyse übersprungen. Nenn es halt Eingebung. Wir sollten das trotzdem analysieren. Okay, wir haben eine Probe. Und wir haben ja in der letzten Folge geschafft, den Mobot auszurüsten. Mobot. Genau. Wie kann ich jetzt Nachrichten? Raumschiff? Nee. Wo kann ich das machen? Ja. Wo kann ich das denn machen? Intercom? Nein. Da bin ich. Wie kann ich das machen? Ach ja, Analyse. Da oben steht's doch. So, zack. Das ziehen wir da rein. Analyse durchführen. So. Okay. Was für eine ungewöhnliche und extrem komplexe Flüssigkeit. Das übersteigt mein Wissen. Ernsthaft jetzt? Analysierte Objekte. Hier, zack. Eine chemische Analyse dieser Flüssigkeit ist unmöglich, da ihre Struktur unglaublich komplex ist. Besonders interessante Eigenschaften. Es ist die einzige bislang bekannte Flüssigkeit, die... Was? Arginium auflösen kann. Aha, sonst ist nichts bekannt. Okay. Oh ja,
Ghost Recon Wildlands Closed Beta. Morgen geht's los, Leute. Sonst ist hier auch nichts. Nach draußen gehen. Da ist was. Stalaktiten. Diese Zapfen sind keine Stalaktiten. Sie sehen eher wie Strohhalme aus. Sie müssen sich aus einem Material von hier gebildet haben. Nicht aus Kalk, wie es bei uns meistens ist. Wir können später hierhin zurückkehren, Rachel. Ich habe das Gefühl, dass du noch mehr als genug Zeit haben wirst, um diese Höhle zu erkunden. Okay. Sonst, was haben wir hier? Nach draußen gehen, okay. Da ist noch was. Schauen wir mal. Als ob sie direkt aus einem Albtraum käme, lässt dich die unheimliche Leiche eines Menschen über dein Schicksal nachdenken. Die Stille wird nur durch die Bewegung des Wassers und Mobots leises Surren unterbrochen. Ein weiterer makelloser Ort, der durch den Eingriff der Menschen zu einem Grab wurde. Okay. Leiche. Mobot, sag uns mehr über den Körper. Das Gesicht wurde zur Unkenntlichkeit zerschlagen. Kannst du das Geschlecht identifizieren? Ein menschlicher Mann. Vermutlich war er Mitte 30, als das Unglück geschah. Der Körper ist durch die Temperatur sehr gut erhalten. Das könnte bedeuten, dass er nicht allzu lange im Wasser gelegen hat. Nimm eine Probe für uns. Was hat er hier gemacht? Hat er sich verirrt und die Mannschaft hat ihn einfach aufgegeben? Beobachtung. Es sieht aus, als läge etwas am Boden neben der Leiche. Eine wasserdichte Hülle. In seiner Tasche befindet sich ein Datapad. Denkst du, es funktioniert noch? Die Hülle ist noch intakt. Ich versuche es einmal. Okay. Datapad von Ian Darlington. Okay, das war schon mal nicht richtig. Haben wir Zahlen. Okay, dann haben wir schon mal eine 1. Okay. LP. Ja. Okay, da haben wir es. Elpis Alpha. So. Ian Darlington, Leiter der Expedition Abteilung Forschung. Elpis Alpha, was für ein beeindruckender und ruhiger Ort. Ich bin wirklich froh, dass die erste außerirdische Welt, die wir sehen, so aussieht. Ich habe nicht erwartet, dass wir irgendeine Form von Zivilisation auf einem Mond des äußeren Planeten des Systems finden. Vor allem, weil das eigentliche Signal auf einen Ort deutlich näher an der Sonne zurückgeführt wurde. Unsere Basis ist aufgestellt worden und fürs Erste sollten wir vergessen, was bei unserem Aufwachen passiert ist. Ich wünsche nur, ich könnte die Teilnehmer meiner Mission einmal im Leben selbst aussuchen. Okay. Das hat das fast zum Überlaufen gebracht. Normalerweise könnte ich eine Beschwerde schreiben und seinen Arsch innerhalb von Sekunden hier rausschaffen. Aber Lichtjahre von der Erde entfernt geht das nicht. Ich habe das Gefühl, dass er wirklich die Führung übernehmen will. Scheiß Militärpsycho. Außerdem haben wir eine merkwürdige seismische Aktivität an diesem Ort festgestellt. Wir müssen das näher erforschen. Okay.
Auch nach unserem harten Training finde ich es immer noch verwirrend, in einem anderen Monats- und Jahreszyklus zu denken. Ich bewundere Benjamin ziemlich. Der bekommt das im Kopf hin und rechnet sogar alles in Erdentagen um. Verrückt. Ich habe das Gefühl, dass ein Teil der Mannschaft auf diesem Eiszapfen ungeduldig wird. Aber wir können wahrscheinlich keinen Ort in diesem Sonnensystem noch einmal erkunden. Also schauen wir uns diesen Mond noch einmal genauer an, bevor wir gehen. Diese Mission kostet mehr als 3 Weltkriege zusammen. Das müssen wir wieder reinbekommen. Noch so eine Sache, die dieser Idiot nie verstehen wird. Lol. So. Ich glaube, der Geschichte über Rachel Manners immer weniger. Zum Beispiel passen viele Dinge nicht zusammen und ich will mehr wissen. Warum sollte sie das tun, was die anderen behaupten? Und viel wichtiger, wie hätte sie es je durch das Training schaffen können, wenn es wirklich stimmt? Natürlich gibt es einen Augenzeugen, aber dessen Glaubwürdigkeit ist auch so eine Sache. Was ist denn mit uns? Darüber hinaus habe ich das Gefühl, dass ich nicht mehr der Anführer dieser Expedition bin und dass André oder dass andere jetzt diese Rolle übernommen haben. Sieht aus, als wäre das schon geplant worden, bevor die Mission überhaupt begonnen hat. Ich hasse Politik. Jemand war an meinem Datapad. Ich habe hier ein Login von gestern, zu einer Zeit, zu der ich nicht da war. Jemand muss mein Passwort erraten haben. Ich werde es ändern. In etwas weniger Offensichtlicheres. Ich habe da so einen Verdacht, wer es war. So, Bart hat eine Möglichkeit, seismische Aktivität auf Elpis Alpha entdeckt. Wir sollten wohl besser zusammenpacken und bald gehen. Wenn die Folgen so sind, wie er sie beschreibt, können wir hier ein paar echte Probleme haben. Und wenn es passiert, sind wir besser weit weg von diesem Ort. Es hat noch einmal jemand versucht, mein Datapad zu lesen. Ich habe Benjamin nach den Aufnahmen der Sicherheitskamera gefragt. Was für ein glücklicher Zufall, dass ich mein Datapad aus Versehen im Blickfeld der Kamera liegen lassen habe. So. Die Aufnahmen zeigen das Offensichtliche. Wieder der verdammte André Lark. Wenn er nicht so viele Freunde um sich hätte, hätte ich ihm schon lange einen Arschtritt verpasst. Aber ich muss extrem vorsichtig sein. Er hat es geschafft, hier die Kontrolle zu übernehmen und ich glaube, er hätte kein Problem damit, mich in dieser zugefrorenen Welt loszuwerden. Und im Leute loswerden ist er offenbar ziemlich gut. Ja, das haben wir da schon gesehen. Der Andrew Lark hat ja schon mal 3 erschossen da irgendwie. Ich habe inzwischen ernsthafte Zweifel über den Fall Manners und ihre Kyroschlafgefangenschaft. Die ganze Geschichte riecht für mich nach einer seiner großen Lügen. Okay, ja, wir waren ja im Kyroschlaf gefangen da oben, mehr als 60 Jahre. Mann, 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 so, was hier noch steht. Wir müssen in wenigen Tagen hier aufbrechen, alles hier wird wahrscheinlich auseinanderfallen. Heute habe ich mich bei unserem Mannschaftsmeeting Lark direkt auf alles angesprochen. Er hat es nicht allzu gut aufgenommen, aber das ist sein Problem. Ich habe sein enormes Ego satt und einer musste ihn mal auf den Boden zurückholen. Wir befinden uns hier auf einem anderen Planeten und das Letzte, was wir brauchen können, ist ein derartiger Egomane. Er ist beleidigt, aber er wird drüber wegkommen. Das ist hier immerhin kein Kindergarten. So. Lark hat mich gebeten, die Mission heute Nacht unter 4 Augen außerhalb der Station zu besprechen. Er behauptet, er wüsste etwas, das ich hören sollte, bevor ich ihn noch einmal angreife. Er war eher kleinlaut, fast schon entschuldigend. Ich denke, dass er nicht mit Widerstand gerechnet hat und sein Verhalten noch einmal überdacht hat. Oder war. Wenn ich ihn auf meine Seite bekomme, wird diese Expedition umso viel besser. Hoffen wir auf bessere Tage. Okay. So, jetzt haben wir hier noch Logdateien. Daten zur Mission haben wir nichts. Verlauf haben wir nichts. Aktuelles haben wir auch nichts. Schauen, was wir hier noch machen können. Also, da war das drin. Alles klar.
Können wir noch mehr machen? Scheinbar nicht. Zurück zur Höhle. Plattform. Nee. Und sonst ist hier nichts. Tja, da kommen wir irgendwie nicht weiter. Wir können noch analysieren. Jenes hier. Machen wir mal. So. Ergebnis der Analyse, biologische Analyse. Die gut erhaltenen Überreste eines männlichen Menschen, wahrscheinlich um die 30 Jahre alt. Todesursache, Sturz aus enormer Höhe, verbunden mit tödlichen Verletzungen. Die DNS stimmt mit der von Ian Darlington überein. Na, sieh mal an. Gut, dann können wir hier nichts weiter machen. Hier haben wir alles geschaut. Da haben wir nur die beiden Sachen. Die Stalaktiten haben wir untersucht. Da geht es nicht weiter. Hier haben wir auch nur die Tür, die eingefroren ist. Gut. Dann. Was haben wir hier? Da können wir nicht hin. Schauen wir uns um. Das ist Xenophon, da waren wir schon. Nur dann nehmen wir hier den hier. Und fliegen mal hin. Zenobia. Oder nehmen wir einen anderen. Was haben wir hier? Ambrosia. Ambrosia hört sich doch toll an. Dieser Planet wurde noch nicht gescannt. Dann fliegen wir da mal hin. So, scannen. Ambrosia, in Klammern unsterblich, ist ein felsiger Planet mit einem sehr vielschichtigen Vegetationsgürtel um den Äquator. Er ist außerdem der allererste Exoplanet mit einer direkten, beobachtbaren außerirdischen Lebensform. Von besonderem Interesse ist ein enormer lilafarbener Fleck auf der Oberfläche, der künstlich wirkt. Ah, hier. Und eine nähere Untersuchung fordert. Ein Tag auf Ambrosia dauert 27 Stunden. Ja, dann schicken wir doch mal unseren Mobot dahin, würde ich sagen. Wow, das ist vollkommen unerwartet. Der Dschungel scheint bewohnt. Könnt ihr mich oben hören? Dieser Ort verwirrt meine Richtungssensoren. Wir hören dich laut und deutlich, Mobot. Sehr gut. Könntet ihr mich mit irgendeiner visuellen Form der Führung unterstützen? Das hängt davon ab, was wir hier tun wollen. Wir sollten auf jeden Fall nach Beweisen für unsere Expedition suchen. Okay, durchsuchen wir den Dschungel und schauen wir, was wir finden können. Wie du willst, Rachel. Ich aktiviere die erweiterte visuelle Kartenführung. Leider kann das Gebiet von hier oben nicht kartografiert werden. Daher werden wir uns auf die automatische Kartenerstellung verlassen müssen. Sobald wir auf wichtige Orte stoßen, kann ich Mobot allerdings automatisch und ohne weitere Hilfe dorthin bringen. Klicke dann einfach auf einen Punkt und Mobot wird sich dorthin begeben. Läuft die automatische Kartenerstellung? Ja. Sobald Mobot seine Landezone verlässt, wird sie verfügbar sein. Danke, Julia. Hey, wake up! So, Vegetation. Julia, weißt du, was ich hier am überraschendsten finde? Sag es mir. Die Vegetation. Sie ist der auf der Erde so ähnlich. Natürlich erkenne ich keine dieser Pflanzen wieder, aber wir sind so weit von zu Hause weg. Und Pflanzen sehen trotzdem aus wie Pflanzen, Felsen wie Felsen. Und es regnet hier sogar. Entschuldigt die Unterbrechung, aber ich erkenne eine leichte Verunreinigung des Regens durch eine sehr ätzende Säure.
Das ist merkwürdig. Heißt das, die Pflanzen sind resistent dagegen? Oder ist das der Grund, warum sie so verwittert aussehen? Zugefrorenen Eingang oder so? Was? Wieso kann ich hier nichts machen? Hallo, hallo, hallo. Vorschaufenster, schließen. Warst du schon mal in diesem Dschungel? In der Tat. Und es war ein Desaster. Ist die Mannschaft angegriffen worden? Nun, ich würde die Bezeichnung begrüßt vorziehen. Die Mannschaft hat das aber anders gesehen. Sie haben die Waffen als Antwort sprechen lassen. Wie schrecklich. Ja, leider wurden all die Jahre Training für den ersten Kontakt in den Tiefen des Dschungels ignoriert. Die Angst der Mannschaftsmitglieder war zu stark, um auch nur mit einer Kontaktaufnahme zu beginnen. Willst du damit sagen, sie haben sofort geschossen? Ja. Die Menschheit wird wohl nie dazu lernen. Aber wie wäre das gewesen, wenn ich da unten gestanden hätte? Mitten im Dschungel, ohne irgendein Zeichen von Zivilisation und lauter unbekannte Wesen um mich herum. Sie müssen sich ziemlich gefürchtet haben. Ich beneide sie nicht darum. Schauen wir mal weiter. Weißt du, wer da unten war? Laut meiner wiederhergestellten Speicherdaten hat Andrew Lark diese Expedition geleitet. Andrew hat also wieder mal übernommen. Vielleicht haben seine Erfahrungen als Soldat im Krieg des Mittleren Westens 2217 zu seiner Paranoia da unten beigetragen. Schauen wir mal einen weiter. Zack. Ich kann ja auch sonst nichts klicken. Wow, das kann doch kein Zufall sein. Nein, diese Struktur wurde von empfindsamen Wesen erschaffen. Dieser Ort ist so ruhig, aber gleichzeitig auch so surreal, fast schon mystisch. Huh? Ich registriere ein starkes Energiefeld. Kannst du die Art der Energie herausfinden? Was es genau ist, weiß ich nicht. Doch es hat eindeutig elektromagnetische Eigenschaften. Ist es eine Bedrohung für deine Schaltkreise? Das denke ich nicht. Es ist eher so, dass meine Sensoren nicht empfindlich genug für diese Art von Energie sind. Das ist keine natürliche Formation, oder? Nein, jemand hat es gebaut. Sieh dir die Flora an. Weder lebendig noch tot. Als ob sie von dem wirbelnden Punkt angezogen wurden. Vielleicht hält sie eine Art Symbiose am Leben. Dieser Baum sieht leer und tot aus. Schauen wir ihn mal näher an. Okay, wir haben eine Probe. Ansonsten... Ah, hier oben ist noch was. Insekt. Sieh dir das an. Dieses Insekt sieht fast aus wie eine Libelle. Fangen wir es, damit wir mehr darüber herausfinden. Okay, die haben wir auch. Machen wir eine Analyse. Zack. Okay. Der Baum wurde vollständig durch Millionen von kleinen Insekten übernommen. Bei genauer Betrachtung kann erkannt werden, dass
er sich durch die enormen Schwärme dieser Insekten sprichwörtlich fortbewegt. Es ist unmöglich herauszufinden, wie der Baum am Leben bleiben kann. Okay. Chemische Analyse. Das Leuchten wird durch eine phosphorbasierende chemische Verbindung verursacht, die von dem Insekt ausgeschieden wird. Dieses Insekt teilt sich einige Eigenschaften mit den Ringflüglern. Seine Augen sind bemerkenswert, da dieses Insekt ein vollkommen anderes Spektrum wahrnimmt. Dadurch ist es in der Lage, Umgebungsgeräusche zu sehen. Okay. Alles klar. Nicht schlecht, nicht schlecht. Es tut mir leid, aber ich kann nicht mehr über diese merkwürdige Energie sagen. Okay, liebe Leute, wie es weitergeht, würde ich sagen, sehen wir in der nächsten Folge. Schalt wieder rein, wenn es heißt Let's Play Julia Among the Stars. Und zeigt mir doch mit dem Daumen, ob es euch gefallen hat. Oder schreibt mir eure Meinung über das Spiel und diese Geschichte hier gerne in die Kommentare. Also bis zum nächsten Mal. Mich würde es auf jeden Fall freuen. Euch noch einen schönen Tag. Haut rein, macht's gut und ciao.